Die DHV News vom 10. Dezember 2021. Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Widerstand gegen Legalisierung. Support your local dealer. Herzlich willkommen bei den ersten DHV News in der Post-Merkel-Ära. Mit einem neuen Bundeskanzler Scholz, der Cannabis legalisieren will. Und ich habe nur eine kurze Vorbemerkung. Ich habe Interviews wieder jede Menge gemacht, immer noch. Die Presse rennt uns immer noch die Bude ein, viel international jetzt auch. Und Podcasts sind dabei. Einen davon habe ich schon online, ist online gestellt, kann ich euch darauf hinweisen. Sunshine Live, der alte, uralte Techno-Sender. Die Älteren unter uns kennen den vielleicht noch. Oder vielleicht haben die jetzt auch für mehr Fans, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Folge 29 im Podcast Cannabis-Legalisierung. Link in der Videobeschreibung. Wann kommen die Coffeeshops mit Georg Wurt und Rüdiger Schmolke? Den kennen sicherlich auch einige von euch. Könnt ihr euch reinziehen, mal wieder längeres, intensiveres Gespräch. Und der zweite Hinweis führt schon gleich ins erste Thema rein. Und zwar ist mal wieder ein Video online gegangen im DHV-Kanal. Nicht mit mir, sondern mit meiner Kollegin Maria von der Lobbyfront normalerweise, aber in dem Fall hat sie euch die Gewinne vorgestellt, die ihr als Spender in unserer aktuell laufenden Spendenkampagne gewinnen könnt. Ab 10 Euro Spende als neue Fördermitglieder und so weiter. Und das hat sie so schön gemacht, ja, und da geschwärmt über die Preise und so. Ja. Bei mir wird das wieder zu irgendeinem Blödsinn verkommen. Ja. Diese Preise sind cool genug, die haben was Besseres verdient und haben sie gekriegt. Also guckt mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich kann mich hier schön darauf konzentrieren, auf Inhalte, euch zu erklären, was wir vorhaben nächstes Jahr und warum auch inhaltlich und für die Legalisierung das gut ist, uns auch jetzt zu supporten, gerade jetzt zu supporten, weil wir wollen jetzt ran an die Details der Legalisierung. Logischerweise, jetzt wo es aussieht, als hätten wir den Kampf um das Ob gewonnen, müssen wir um das Wie kämpfen. Wobei, ganz vorbei ist es auch noch nicht mit dem Ob. Ja, auch dafür müssen wir noch stark sein. Aber es geht vor allen Dingen nächstes Jahr darum, die Details der Legalisierung mit auszuarbeiten und viel detaillierter da reinzugehen, als wir das bisher tun mussten. Und da wollen wir natürlich auch viele mitnehmen in der Diskussion. Wir sind gerade im Team schon dabei, Eckpunkte zu diskutieren. Die werden wir dieses Jahr noch veröffentlichen, nehme ich an. Und nächstes Jahr wollen wir in der großen Konferenz das Ganze besprechen mit euch, mit allen, die dabei sein können. Nachher auch auf YouTube hoffentlich und dann da die Kommentarspalten füllen, damit wir wirklich starken Support haben von euch bei den Prioritäten, die wir da setzen und auch die Schwarmintelligenz mitnehmen können bei allen möglichen Detailfragen, wo die Politik wahrscheinlich auch sogar auf uns zukommt und fragt, ja, wie ist das denn eigentlich in der Realität da draußen? Ja, da ist es gut, wenn wir möglichst viel von euch dazu mitbekommen. Aber ich möchte deswegen auch auf einen kleinen Termin hinweisen, etwas früher als normal am Ende der Videos. Und zwar ist ein Livestream, der da ansteht, wo es auch darum geht, wie der Eigenanbau reguliert werden sollte. Ja, ist ja klar, Eigenanbau ist uns wichtig grundsätzlich. Natürlich sollen Leute auch Hanf anbauen dürfen. Aber unter welchen Bedingungen genau? Geht man nach Pflanzen, geht man nach Quadratmetern und so weiter? Müssen wir halt alles noch letztendlich detailliert besprechen. Und das tue ich am Freitag, 17. Dezember ab 19 Uhr online mit Winds and Weed als Gast bei ihm live im Gespräch. Also könnt ihr auch schon reingerätschen, Fragen stellen, Statements abgeben und so weiter. Freitag, 17. 19 Uhr. Twitch, Links in der Videobeschreibung wie immer. Die Spendenkampagne ist soweit gut angelaufen. Ja, wir können uns schon bei 1439 Spendern bedanken. Also großartiger Anschub in der ersten Woche und da sind bisher 31.417 Euro zusammengekommen. Auch ein Traumwert. 21% des Spendenziels sind schon da. Wir sind da zeitlich gut im Rennen. Die Kampagne geht ja bis 15.01. Aber natürlich ist am Anfang auch immer der größte Schub. Ja. Insofern ist jetzt immer die zittrige Frage, geht es jetzt auch so weiter? Also bitte, ja, weiter spenden, mitmachen, noch Freunde animieren, wenn ihr selber schon mitgemacht habt. Wir haben ja ein Riesenziel mit fast 150.000 Euro, die letztes Jahr zusammengekommen sind. Das ist wirklich schwer zu knacken. Und ja, nicht nur für die Konferenz brauchen wir es, sondern eben für diverse Dinge, um die Legalisierung durchzubringen. Auch Beeinflussung der Landtagswahlen möglicherweise, um die CDU noch von der Blockade im Bundesrat abzuhalten.
Mehr dazu auf handverband.de, auch zu den Preisen und zur Verlosung und so weiter. Und wie gesagt, zu den Preisen auch bei meiner Kollegin Maria hier im Kanal. Inhaltlich wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Wenn man jetzt auf die Bundesregierung guckt, da wird es erst richtig losgehen im nächsten Jahr, wenn die sich da zurechtgeruckelt haben. Jetzt fangen ja schon die Weihnachtsfeierzeiten an und so. Da passiert nicht mehr viel, wo nicht Corona dran steht zumindest. Ja, im Bundestag, diese Woche ist ja erst die neue Regierung installiert worden. Die Minister sind benannt worden. Und darum geht es jetzt erstmal auch. Das Personal, ja, wer wird zuständig sein, das Ganze jetzt durchzusetzen? Denn die Regierung wird letztendlich dafür hauptsächlich zuständig sein, ein Gesetz zur Legalisierung aufzustellen, fertig zu machen. Ne? Vielleicht bedienen die sich da auch großzügig beim grünen Cannabiskontrollgesetz, wissen wir nicht so genau. Aber im Grunde müssen die im Prinzip die ganzen einzelnen Details jetzt nochmal durchgehen, federführend beim Gesundheitsminister. Aber es werden auch viele andere Ministerien beteiligt sein daran. Also Justiz, Innenminister, diverse. Ja? Und da sitzen ja überall noch die ganzen CDU-Leute rum, die letzten 16 Jahre installiert worden sind. Ausgetauscht wird ja jetzt wirklich nur die Spitze ganz oben. Und die Leute müssen jetzt die Legalisierung da irgendwie zurechtschreiben. Und das wird zähes Brot. Ja, das funktioniert nur, wenn von oben wirklich ein Wille da ist, zu legalisieren und Druck gemacht wird. Und von daher ist die Information, ja, die jetzt rausgekommen ist diese Woche, die Neuigkeit, dass Karl Lauterbach, der Virologe, Gesundheitsminister wird, eine gute Nachricht. Der hat sich immerhin schon für Legalisierung ausgesprochen. Ja, die SPD hat Zugriff auf das Ministerium gehabt, bis zuletzt noch drum gestritten, ob es Lauterbach wird oder nicht. Und die SPD hat auch genug Leute in eigenen Reihen, die da gar keine Meinung zu haben, die gar nicht für Legalisierung sind. Lauterbach ist für Legalisierung und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt im Gegensatz zum CDU-Mann Jens Spahn, ja, der klar gegen Legalisierung war. Und Karl Lauterbach hat das ja sogar in den Wahlkampf eingebracht jetzt, ne, und da nochmal einen schönen Impuls in der Richtung gesetzt. Und er hat einen Sinneswandel. Ja, also der war früher nicht so richtig von der Legalisierung überzeugt. Und allzu große Expertise hat er auch nicht gerade gezeigt. Die Expertise hat er wohl woanders, der gute Karl Lauterbach. Und ich nehme euch deswegen mal mit zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit, zu seinem Sinneswandel. Ja, viele Leute, habe ich auch schon mitgesprochen, die sagen, ja, der war doch schon länger für Legalisierung. Ja, ich habe doch da mal so ein Interview mit dem gesehen. Das war doch früher Legalisierung. Aber wenn man genau hingeguckt hat, ja, dann relativiert sich das Ganze. Ja, da muss man wohl davon ausgehen, dass das Ganze daran liegt, dass das so rübergekommen ist, dass Lauterbach überhaupt nicht wusste, was der Unterschied zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung ist. Bis diesen Sommer im Grunde. Und das hat zu total wirren Aussagen geführt. Und da zitiere ich jetzt mal erstmal uns selbst ein Video von uns vom SPD-Parteitag, wo wir einen Infostand hatten als Handverband und für die Legalisierung geworben haben. Etliche Politiker haben sich da vor die Kamera gestellt, bei uns ein Statement abgegeben, darunter auch Karl Lauterbach. Cannabis für medizinische Gründe sollte natürlich verwendet werden können, dort wo die Wirkung gezeigt ist, wo es auch untersucht wurde. Und ansonsten bin ich für den Cannabiskonsum wie folgt eingestellt. Es sollte eine Ordnungswidrigkeit bleiben. Eine Entkriminalisierung bei Cannabis halte ich für richtig. Also die Positionen gehen sehr weit auseinander. Ich glaube, dass Bewegung hereingekommen. Also insgesamt, glaube ich, wird an der Spitze der SPD jetzt mittlerweile mehr darüber nachgedacht, dass die Kriminalisierung vom Cannabiskonsum sich nicht bewährt hat. Ich bin da optimistisch. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir über das Thema weiter reden und also diese Gespräche finden ja statt. Es ist da Bewegung hereingekommen. Die Diskussion ist auch sachlicher geworden, weniger pauschal. Ich glaube, dass wir da zu Lösungen kommen. Ich habe damals schon gedacht, das Ganze ist reichlich wirr und kryptisch. Ja, ist er jetzt für Legalisierung oder nicht? Ja, was ist da los irgendwie? Kann sich manche anderen SPD da, zumindest was die persönliche Meinung angeht, sehr viel klarer ausgedrückt. Und das lag auch nicht daran, dass Lauterbach da einen schlechten Tag hatte oder so. Ja, so waren seine Gedanken zu Cannabis halt früher strukturiert. Und das zeige ich euch auch nochmal in einem Interviewausschnitt aus Jung und Naiv. Ich bin für die Legalisierung von Marihuana, finde der Bereich müsste entkriminalisiert werden. Ja, Thilo Jung auch sofort da reingegangen und hat gesagt, ja, das ist doch ein Unterschied, Entkriminalisierung oder Legalisierung. Was meinen Sie denn jetzt? Was wollen Sie denn jetzt? Und für alle von euch, die jetzt gerade total verwirrt sind, ja, vielleicht so lauterbachig, nochmal kurz gesagt, die Entkriminalisierung betrifft nur die Konsumenten, dass man die in Ruhe lässt mit Strafverfahren und so und die am besten sogar ihr Zeug behalten können und keine Sanktionen mehr kriegen, das ist dann eine wirkliche Entkriminalisierung.
kein Bußgeld und keine Ordnungswidrigkeit und nichts, das wäre perfekte Entkriminalisierung für Konsumenten. Aber Legalisierung beinhaltet immer auch die Regulierung des Marktes, zum Beispiel mit Fachgeschäften, legaler Verkauf, der eben Regeln unterliegt. Und ja, darauf weist Thilo Jung halt hin, dass da ein Unterschied ist. Und die Antwort von Lauterbach ist folgende. Meine persönliche Position ist quasi eine Legalisierung. Okay. Wenn es legal ist, dann ist es entkriminalisiert in dem Sinne. Naja, also es bleibt dabei, ja, also noch bis letztes Jahr war da nichts Vernünftiges rauszuholen, irgendwie an klarer Antwort. Aber er hat immerhin auch sich ausgesprochen für die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten. Ähnlich wirr, ja, aber immerhin. Und dann kam eben dieser Sinneswandel. Ja, mitten im Bundestagswahlkampf sagt er auf einmal, er ist für Legalisierung, was da offensichtlich auch den legalen Handel beinhaltet hat. Ja, prima Sache und offensichtlich legaler Handel, weil sein Argument war, auf dem Schwarzmarkt punchen Kriminelle das Cannabis heutzutage mit Heroin. Und dann werden alle abhängig und so weiter. Ja, tödliche Gefahr. Alles hat sich gewundert, so wie Heroin im Gras, hat noch kein Mensch was davon gehört irgendwie in Deutschland. Und da hat er dann nachher auch ein bisschen zurückgerudert, in der Zeit dann gesagt, naja, in Deutschland nicht, das stimmt, in Deutschland ist nur Amphetamin im Gras, in den USA ist Heroin im Gras, hat er gesagt, was auch Quatsch ist, ja, aber ist egal, am Ende ist ja die Tendenz und der grobe Gedanke richtig, dass auf dem Schwarzmarkt eben gefährliche Substanzen reingepanscht werden da, ob das jetzt Heroin ist oder synthetische Cannabinoide, auch die haben mit Cannabis ja nichts zu tun im Grunde, sondern ahmen nur die Wirkung nach. Und können eben tödlich sein im Gegensatz zu Cannabis, so wie Heroin auch. Und von daher, Grundgedanke ist richtig, ja, das passt erstmal, das reicht auch so. Und Hauptsache, er wird im richtigen Moment Druck machen gegenüber lahmen Beamten in seinem Ministerium, die keine Lust haben auf Legalisierung und auch gegenüber anderen Ministerien, dass die mal flott machen irgendwie mit ihren Stellungnahmen und so. Und dann kann er sich die restliche Zeit um Corona kümmern. Und für die inhaltlichen Feinheiten wird dann die Drogenbeauftragte zuständig sein. Und wer das ist, ist die nächste spannende Frage, ist noch nicht verkündet worden. Ich hoffe, dass ich euch das hier in den DHV-News noch dieses Jahr berichten kann. Aber nicht nur das Personal könnte schwierig werden, das am Ende dafür zuständig sein wird, die Legalisierung durchzuziehen. Die Sendung Extra 3 hat auch noch auf ein anderes Problem hingewiesen, das mit der Legalisierung einhergeht. Aber zuerst nochmal ein Pro-Argument, nämlich in derselben Sendung kommt auch unser Lieblingsökonom zu Wort, Justus Haukapp, der sein Thema wie immer schön irgendwie auf den Punkt gebracht hat, wie folgt. Der Markt existiert längst. Das Einzige, was nicht existiert, sind die Steuern. Die landen heute in den Taschen von Leuten, wo sie vielleicht besser nicht landen sollten. Das heißt, für den Staat ist das eigentlich ein super Geschäft zu sagen, warum nehmen wir nicht das Geld, was im Prinzip auf der Straße liegt. So, aber jetzt zum Problem. Ja, ich habe ja gesagt, Extra 3 hat ein Problem identifiziert und die gesellschaftliche Gruppe, die eigentlich als einzige wirklich ganz klar negative Auswirkungen von einer Legalisierung zu erwarten hat, die Nachteile hat davon. Und das ist der nächste Ausschnitt. Jetzt wollen die einfach Gras legalisieren. Damit nehmen die uns die Lebensgrundlage weg. Ich meine, das ist hart verdientes Geld. Wie soll ich meine Familie ernähren, wenn ich nicht mehr ticken kann? Ich habe Kinder und ich bin nicht der Einzige. Ja, insofern haben wir also auch noch gegen die Legalisierung Proteste und Demos zu erwarten, wenn wirklich die Dealer in Deutschland das alle mal richtig kapiert haben, was für eine Gefahr ihnen droht von Jobverlust. Ja, bis jetzt gab es ja immer nur Demos für Legalisierung, aber nicht dagegen, ne? Und das wird demnächst dann aber so aussehen. Keine Arsch, ja? Wenn die Politik den Kohleausstieg beschließt, dann werden Milliarden für den Strukturwandel locker gemacht, damit die Kohlearbeiter neue Arbeitsplätze finden. Was mit uns? Gar nichts. Ja, und zum Schluss nochmal ein Ausschnitt. Der vorletzte Ausschnitt, wo Extra 3 nochmal auch auf die Vorteile des Schwarzmarkts hinweist, ja, die Vorteile, die die Prohibition mit sich bringt und eben diese Leute da einen guten Job machen lässt. Glauben Sie, der Staat erlaubt dieselbe Qualität, die Sie bei uns bekommen? Nee, da wird garantiert kaum THC drin sein. Das richtige Zeug, das gibt's bei uns. Wir strecken das sogar mit synthetischem Heroin. Das ballert. Ja, und das ist natürlich der perfekte Bogen wieder zurück zum Heroin im Gras von Lauterbach, ja, eigentlich unglaublicher Zufall, dass Extra 3 jetzt das wieder aufgenommen hat. Vielleicht auch nicht, ja, viel mehr hat er ja nicht gesagt dazu dieses Jahr, außer Heroin zu Cannabis. Und obwohl das so ein schöner Bogen ist, muss ich jetzt trotzdem das nochmal durchbrechen und einen letzten Ausschnitt bringen, wo nämlich ein alter Spruch eine ganz neue Bedeutung bekommen wird. Die Legalisierung gefährdet die Lebensgrundlage von unzähligen Dealern.
Unsere Arbeit ist wichtig für die gesamte Gesellschaft. Bitte verbreiten Sie diese Botschaft und bleiben Sie uns auch weiterhin als Kunden treu. Egal, was passiert. Support your local dealer. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um das Postgeheimnis. War hier auch schon mal in den DHV-News vor einer Weile, als es darum ging, dass das Postgeheimnis aufgeweicht wird. Das war eine Riesenaufregung. Politische Debatte auch im Bundesrat. Ich glaube, Hessen hat dann da auch diese Änderung beantragt. Und jetzt darf und soll die Polizei, die Post drogenverdächtige Päckchen der Polizei melden. Das durften die nämlich bisher nicht. Aber es geht nicht darum, dass jetzt die Post irgendwie alle möglichen Pakete mal aufreißt, weil sie denken, oh, dat, wenn ich das schüttel, klingt das aber nach Gras oder so. Ja. Es geht um die Sendungen, die sie sowieso öffnen dürfen und sollen, wenn der Absender nicht erkannt werden kann und auch der Adressat nicht. Ja, diese ganzen Fehlläufer. Die machen die ja mal auf und gucken mal, okay, ob sie drin noch einen Hinweis auf Adressat oder Absender finden. Und da fallen dann auch immer mal Drogen raus, ne? Was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, überdurchschnittlich viele Drogenpäckchen, die da aufschlagen im Vergleich zum Gesamtanteil von Drogenpäckchen am Postaufkommen, weil natürlich Leute versuchen, ihre Adressen da zu verschleiern und irgendwie fremde Briefkästen mal benutzen oder so, und dann geht da mal was schief. Und diese ganzen Fehlläufer, die werden alle nach Marburg geschickt. Fehlläuferstadt. 16.000 Fehlläufer kommen am Tag in Marburg an. Und die sollen dann da die ganzen Dinger aufmachen und gucken, ob sie noch irgendwie was finden, da, wo sie das hinschicken sollen. Und da die ja jetzt diese Drogenpäckchen melden sollen, ist eine extra Polizeistelle da eingerichtet worden, die nichts anderes macht, als diese ganzen Dinger entgegenzunehmen. 100 am Tag von den 16.000, die dann im Prinzip mit irgendwelchen Pulvern und so weiter da abgegeben werden. Eine Taskforce der Polizei, haben sie gesagt, ist das. Und das geht meistens um illegale Substanzen tatsächlich. Vielleicht auch mal illegale Medikamente, die nicht frei gehandelt werden dürfen. Nochmal Waffenteile, ein bisschen Munition und so. Aber das meiste sind tatsächlich Drogen. Und diese Taskforce arbeitet seit dem 1. Dezember offiziell. Vorher haben sie ein bisschen Probebetrieb gemacht. Und haben jetzt stolz verkündet, dass sie bereits 30 Kilo Drogen gefunden haben in diesen Tausenden von Fehlläufern. Da sind meistens kleine Mengen dabei. Einmal hatten so 400 Gramm Heroin in der Sendung, ansonsten kleinere Sachen. In einem Fall konnten sie 600 bis 700 Sendungen dem gleichen Absender zuordnen. Wobei ich nicht weiß, ob sie den auch wirklich identifiziert haben oder ob sie nur gesagt haben, das ist die gleiche Quelle von einem Strafverfahren. War jedenfalls da nicht die Rede. Und insgesamt 21 Polizisten sind da beschäftigt, ja, die da angestellt sind und die ganze Postzeug da durchwühlen und haben also pro Nase schon innerhalb von relativ kurzer Zeit im Dezember jetzt über ein Kilo pro Beamten der Vernichtung zuführen können, die sonst die Post selbst der Vernichtung zugeführt hätte. Über konkrete Strafverfahren, nicht nur gegen den einen Absender, der viele Pakete verschickt hat, sondern überhaupt ist nicht die Rede, dass irgendwie jetzt da ein Strafverfahren eingeleitet worden wäre, ja, ist auch kein Wunder. Die waren ja nicht zu ermitteln, die Adressaten und Absender. Ja, insofern ist das wahrscheinlich jedes Mal eine Anzeige gegen Unbekannt. Tausende von Verfahren im Jahr gegen Unbekannt, die Marburg da produziert. Letzte Nachricht für heute. EU-Nutzhanf-Richtlinie wird verändert. Und nach EU darf jetzt Nutzhanf in Europa gefördert werden mit den ganzen riesigen europäischen Agrartöpfen. Hanf, der jetzt 0,3% THC haben darf statt 0,2%. Eine Liberalisierung von Nutzhanf großartigem Ausmaßes. 0,3% hatten wir schon mal früher, 90er, ich glaube Anfang Nuller noch. Dann ist das verschärft worden von 0,3 auf 0,2% THC. Ja, hat man gedacht, oh, gefährliches Zeug, müssen wir reduzieren. Und seitdem war das jetzt eben so, was die Förderung von Nutzhanf angeht, nicht so sehr die Gesetzeslage an sich. Deutschland hat sich da immer dran gehalten, hat also dieses Gesetz, was überhaupt angebaut werden darf in Deutschland, dem folgen lassen und dann eben auch von 0,3 auf 0,2 reduziert. Das haben auch nicht alle Länder gemacht. In Italien darf man auch stärkeres Zeug anbauen, bis 0,6, glaube ich, in Italien. Österreich hat auch einen höheren Wert gehabt vorher. Nur wird es dann eben nicht mehr gefördert von der EU, ja. Jetzt wird bis 0,3 gefördert. Das scheint tatsächlich auch schon was zu bringen für die Landwirte und eben diejenigen, die das verarbeiten wollen, weil jedes bisschen THC, was da mehr drin sein darf, berauschen kann man sich damit ja immer noch nicht, ne, bei weitem nicht.
Aber das verändert halt die Bandbreite der Genetik, die da eingesetzt werden kann, die zum Beispiel auch mehr CBD produziert dann und einfach die Auswahl da auch für verschiedene Anwendungen besser ist. Aber grundsätzlich reicht das noch nicht. Ja, das wäre viel sinnvoller, wie Schweiz zum Beispiel, 1% THC anzunehmen bei Nutzhanf. Dann ist der Effekt eben erst richtig da. Und 1% THC im Nutzhanf ist immer noch nicht gefährlich. Ja? Also wer will das schon haben, um sich da zu berauschen, dann nimmt man ja dann doch eher vielleicht lieber potenteres Zeug, bevor man sich da jetzt irgendwie totquarzt, irgendwie, bis da mal was passiert. Also kleines Schrittchen in die richtige Richtung, aber man kann schon hoffen, dass es da noch weitergeht. Da bin ich ganz bei den Partnern vom Bundesverband der Cannabiswirtschaft, die diese Forderung eben auch haben und eben diese Meldung auch rausgebracht haben. Genauso wie der Europäische Nutzhandverband IHA, die da auf europäischer Ebene schon lange dran schrauben und sicherlich ihren Anteil am Erfolg hier haben. Und damit sind wir bei den Terminen für heute. Oldenburg ist ein Treffen der Ortsgruppe am 10. Dezember. Also jetzt nach Release, kurz nach Release, die ersten Leute, die gucken, können auch schnell hin, 19 Uhr. Dann gleich am nächsten Tag, Samstag, 11. Dezember, Infostand der Ortsgruppe in Oldenburg. In Regensburg trifft sich unsere Ortsgruppe am 12. Dezember. Hamburg, Stammtisch der Ortsgruppe am 14. Dezember. In Berlin, Online-Treffen, 15. Dezember. Traunstein trifft sich die Ortsgruppe Chiemgau, oder Chiemgau, ja, was weiß ich. Ich sage das jetzt immer abwechselnd einfach. Freitag, 17. Dezember. Dann der Termin, den ich schon erwähnt habe. Ich selbst online als Gast bei Winds & Weed am Freitag, 17. Dezember, 19 Uhr. Da, ihr könnt ja ausnahmsweise mal ein bisschen später News gucken dann. Ja, wenn er das über euch bringt, dann könnt ihr gleich im Anschluss weitergucken da bei Winds & Weed live. Und dann haben wir noch Heidelberg, Treffen der Ortsgruppe, Dienstag, 21. Dezember. Und das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend.